Ich bin gefragt worden, was eine CNC-Maschine eigentlich ist und was man damit machen kann. Hier meine kurze Videoantwort. Alle, die schon Bescheid wissen, erhalten einen kurzen Überblick über den momentanen Stand der Entwicklung. Meine Version einer Maschine mit rechnergestützter numerischer Steuerung verfügt über eine Mechanik mit drei Achsen. Die X-Achse und die Y-Achse für horizontale Bewegung. Und die Z-Achse für vertikale Bewegung. Angetrieben werden die Achsen von bipolaren Schrittmotoren. Dieser ist für die X-Achse. Ich warte auf eine Teilelieferung, um die Maschine auf leistungsstärkere Motoren aufrüsten zu können. Ein Stück Gummischlauch dient als Kupplung zwischen Motorwelle und einer M6er Gewindestange. Über ein in zwei Plastikstreifen eingeschmolzenes Gewinde an den Schlitten der Achsen wird die Rotationsbewegung der Motoren in lineare Bewegung umgesetzt und das mit sehr geringem Spiel. Die Achsen werden längs der Vierkant-Aluminiumrohre mit Hilfe handelsüblicher Kugellager geführt. Der Schrittmotor oben auf der Mechanik treibt die Z-Achse an und besitzt eine Untersetzung aus Plastikzahnrädern, die ich mit einer Vorgängerversion dieser Maschine gefertigt habe. Das Material schneide ich mit Hilfe eines 1,5mm Fräsers. Der Fräsmotor wird zurzeit noch per Hand ein- und ausgeschaltet, ich arbeite an einer elektronischen Lösung. Für beste Ergebnisse habe ich einen Kühlmittelkreislauf implementiert. Die Wanne unterhalb des Tisches besitzt einen Ablauf und ab hier fließt das Wasser durch handelsübliche Kunststoffrohre, wie sie in fast jedem Haushalt zu finden sind. Ein Stück Schaumstoff fungiert als Filter. Angetrieben wird der Kreislauf von der Pumpe für den Scheibenwischer eines Kraftfahrzeugs, erstanden beim Schrotthändler meines Vertrauens. Die Glühlampe reduziert die Leistung der Pumpe und somit die Fließgeschwindigkeit. Mit all diesen per Software ansteuerbaren elektronischen Komponenten kann man Material bearbeiten. Hier fräse ich den Rohling für eine Linse. Wie ich in einem vorherigen Video gezeigt habe, funktioniert das schon so einigermaßen. Ziel meiner maschinellen Evolution ist es, eine CNC-Maschine nur mit Hilfe einfacher Werkzeuge aus einfach zu besorgenden Materialien zu bauen. Man benötigt keine CNC-Maschine, um diese CNC-Maschine zu bauen. Es ist somit ein Weg heraus aus dem Henne-Ei-Problem und selbstverständlich ein Open-Source-Projekt. Der Bauplan der Mechanik, die Schaltpläne und die Software gibt's auf meinen Seiten als Download. Neben Plastik habe ich mit meinen Maschinen auch schon Holz- und Metallteile ausgeschnitten oder glasgraviert. Den aktuellen Stand meiner CNC-Maschinenentwicklung könnt ihr auf der Hack & Make in Nürnberg und der Elektronika in München live und in Farbe in Aktion sehen. Die Hack & Make findet am 3. und 4. November auf dem Messegelände in Nürnberg statt. Meine CNC-Version 3.2.2 mit SIMATIC IoT 2020 Steuerung ist Teil des Standes von Siemens. Wer vorbeikommt, kann mit mir plaudern und bekommt währenddessen ein Probestück gefräst. Die Elektronika findet vom 13. bis zum 16. November auf der Messe München statt. Hier bin ich auf dem Stand meines Sponsors RS Components zu sehen. Auch hier könnt ihr mit mir fachsimpeln und zusätzlich zur CNC-Version 3.2.2 eine neue Maschine in Aktion sehen sowie Probestücke mitnehmen. Über einen Link auf meinen Seiten könnt ihr euch bei RS Components registrieren, um freie Eintrittskarten für die Elektronika zu erhalten. Ich freue mich auf euren Besuch. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!